Ja, gut. Wie sieht unsere momentane Quest aus? Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Aha. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Strand. Vielleicht passiert dort was Tolles. Wir gehen zum Strand. Obwohl das schon fast Rennen ist. Da-dum, 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 da-dum. So. Zum Strand. Sag mal, passiert hier irgendwas? Ich müsste mal, glaube ich, was essen. Was zu mir nehmen. Ein Brombeersaft trinken. Das bringt nicht viel. Ich habe noch Karotten im Inventar. Einige. Das will ich nicht verhungern. Jutti. Ach so, kann ich auch das Inventar wechseln. Hier noch was in dieser Richtung, da waren wir heute noch nicht. Möwen. Gibt es hier am Strand noch was zu entdecken? Oder warten wir jetzt den Abend ab, der ja gleich ganz schlagartig wieder eintrifft? Ein bisschen angeln. Können wir hier angeln? Dann haben wir keinen Köder mehr. Jaja hat mir immer erzählt, wie sie mit einer Freundin immer Muscheln gesammelt hat. Aha, hat die erzählt. Ja, das kann auch noch heißen, dass sie noch lebt, aber. Es ist 18 Uhr. Vielleicht wird es schlagartig dunkel. Auch ein bisschen lustig hier im Spiel. Um welche Uhrzeit wird es denn schlagartig dunkel? Was waren das? Köder. Sehr gut, jetzt können wir angeln gehen. 18 Uhr. Es ist 19 Uhr. Okay, 19 Uhr ist noch nicht dunkel. So können wir ködern gehen. Angeln. Oh nein, ich habe keinen Köder. Um hier zu fischen. Und da brauchst du einen speziellen Köder. Also du brauchst einen Fisch für einen Wurm. Um den Fisch zu fangen. So. Gleich 20 Uhr. Ja, 20 Uhr. Es wird stachartig dunkel. 20 Uhr ist es. Jo, dann schlafen wir, oder was? Besseres haben wir nicht zu tun. Im Moment. Es ist schon wieder dieses Licht. Diesmal scheint es näher zu sein. Ich will es mir anschauen. Ich gehe an den Strand zurück, um die Quelle des Lichts zu finden. Die Quelle des Lichts. Ja, weiß auch nicht. 23:30 Uhr. Sind wir jetzt hier mitten in der Nacht aufgewacht oder was? Ich dachte, wir sind schlafen gegangen. Mitten in der Nacht an den Strand und dem Licht folgen. Also bestimmt der sicherste Weg. Es wird dir bestimmt nie was passieren, wenn du mitten in der Nacht am Strand gehst. An dem dicht ins Wasser folgst. Ja. Safe. Kann ja nichts schief gehen. Lichtlein, Lichtlein. Komm. Bitte. Ich will dir helfen. Du hast dich bestimmt verirrt. Sonst kommt niemand so nahe an diese Insel. Lichtlein. Puh, was für ein launisches Licht. Naja, ich gehe besser schlafen. Das wäre eine gute Idee. Das wäre gar nicht übel. Nächster Morgen, 8:34 Uhr steht hier auf. Ja gut, habest du ja Acker zu bestellen und so weiter. Das stimmt, da muss man ein bisschen aufstehen. So einen Wurm haben wir noch nicht. Kriegen wir einen Wurm her. Okay, jetzt hier haben wir einen Wurm. Können wir uns ein bisschen Fisch fangen. Ein bisschen angeln. Drück die Taste, wenn der Kreis grün ist. Aber warte mal, warte mal, was ist da? Müll. Ich frage mich, was hier auf dem. Was ist das?
Was steht da auf dem... Was bist du denn? Komme ich da irgendwie hoch? Ist das das leuchtende Dings? Hm. Okay, ich kann hier aus dem Wasser nicht raushüpfen. Hm. Wie komme ich an dich heran? Hm, von hier aus. Hm. Okay. Das ist doch ein Ding. Was machen wir mit dir? Sprechen. Hm. Hallo, bist du das Lichtlein von gestern? Hast du dich verirrt? Na, Popo. vielleicht verstehst du mich nicht. Bist du ganz alleine? Hast du Hunger? Natürlich. Keine Sorge, ich bringe dir einen köstlichen Saft. Bitte verhungere nicht. Ich bin gleich wieder zurück. Orangensaft. Bringe der Kreatur etwas Orangensaft. Okay, haben wir keins mit dabei? Im Inventar? Scheinbar nicht. Krottensamen haben wir noch mit dabei. Jetzt mal ein bisschen zackig. Das Ding ist vielleicht wirklich schnell verhungern. Das Ding. Die Kreatur. Orangensaft haben wir genügend. Orangen, dann wahrscheinlich haben wir keine Orangen mehr. Haben wir das Rezept für Orangensaft? Haben wir Orangensaft. Karotte. Was macht der Karotte im Orangensaft? 3 Orangen brauchen wir dafür. Orangen, die haben wir eigentlich schon gepflückt. Sind bereits neu gewachsen oder? Nehmen wir die einfach aus dem Opfer. Aus dem Opfertrog. Hier sind Orangen. Da ist eine Orange. Sehr gut. Ich meine, das ist mal Opfertrog, das ist das. Das werden die schon längst verschweißt haben. Und das können wir den Göttern ja nicht wegnehmen. So, hier, zack. Da können wir hier jetzt mal schnell ein Trinkchen brauen. Orangensaft pressen. Das meinte ich. So, mal hier schnell rüber gesprunten. Gesprintet, gesprunden. Sprinterottes. So, oh, Saft. Akzeptiert. Und zack, zack. Darüber müssen wir. Da stand es auf dem Felsen. Und hops. Dann müssen wir hier erstmal auf die Seite. Und hier von den Felsen aus. Hier, hops. Mach hops. Mit einem Sprung oben. Hier. Ich hoffe, es ist nicht zu Sommer. Jai hat immer ein paar Zuckerwürfel hineingerufen. Zuckerwürfel im Orangensaft? Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber... Das soll funktionieren, okay. Das ist mir neu. Aber ich habe leider keine mehr. Brauchst du noch etwas? Kannst du sprechen? Na komm, versuch's mal. Sag Koa. Ich bin Koa. Vielleicht verstehst du mich nicht. Du verstehst mich, das ist toll. Wir müssen einen Weg finden, zu kommunizieren. Ich hab's. Du könntest etwas malen. Weißt du, wie man malt? Ja, lächle mal. Sie lächelt. Er oder sie. Sieht eher nach einem Sie aus. Irgendwo auf der Insel müssten meine Wachsmalstifte sein. Vielleicht sind sie in Jajas Truhe. Ich weiß das nicht, dass ich nicht darum herumwühlen soll. Andererseits ist das hier ein Notfall. Finde ein paar Wachsmalstifte für die Kreatur. Wo die sich wohl befinden.
wo ich wohl Wachsmalstifte herkriegen kann. Tja, Wachsmalstifte, das ist alles. Besorgen wir uns doch gleich mal ein paar Feinliner. Sind wir hier in der Waldorfschule oder was? Ich darf den Witz bringen, als ehemaliger Waldorfschüler. In der Truhe sind viele Bilder, die ich gemalt habe. Und altes Zeug. Hier sind ein paar von Jajas Eltern Notizen. Hier hat sie eine Adresse und einen Namen aufgeschrieben. Sami Leuchtturm von Qualis. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber sind noch mehr Namen. Aber sie wurden durchgestrichen. Pah, egal. Mal sehen. Ah, hier ist Wachsmalstifte. Jetzt muss ich noch eine Tafel anfertigen, auf der sie malen kann. Vielleicht auf einer Holzplanke. Du hast ein Rezeptbrett. Aha. Fertig eine Tafel an und bringen sie zusammen mit dem Wachsmalstift zu Napopo. Sie versuchten irgendwie elegant klingenden Namen draus zu machen. Ja, das ist das vielleicht unter Umständen. Das kann man Napopo. Das klingt so ein bisschen eleganter. Also das zweite O betont. Werkstatt. Holzbrett. Müsste doch jetzt eins von zwei. Ja gut, dann muss man Holz. Holz. Bäumchen. Du musst es dann daumen. Zack. Ja, wir brauchen nur ein bisschen Holz. Ein bisschen. So, Werkstatt. Ein Brett. Können wir uns jetzt vom Kopf schnallen. Das kommt häufiger vor. Ein Brett vom Kopf. Das passiert mir öfters. Brett, Wachsmalstift. Reicht das schon oder müssen wir da noch irgendwas draus craften? Versuchen wir es mal. Vielleicht reicht das schon. Soll ich hier mal ranschwimmen? Und hops. Ich sag du hops. So, sprechen. Okay, jetzt haben wir alles beisammen. Napopo. Toll. Lass mich nachdenken. Ich habe so viele Fragen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Okay, machst du Schokolade? Na toll. Okay, das ist gut. Hast du dich verirrt? Das deute ich als ja. Oh, wie teure, traurig. Weißt du, wie du wieder zurück nach Hause kommst? Das bedeutet, du weißt es, aber kannst nicht zurück. Oh nein, das tut mir leid. Warum kannst du nicht wieder zurück? Hat dir jemand wehgetan? Süßes Ding. Ich bin mir sicher, dass süßes Wesen, ein Ding, das ist jetzt wieder... Kreaturen, Rassismus. Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden können. Und du kannst auch hier bei mir bleiben. Ich habe keine Schokolade, aber ich habe so viel Orangensaft, wie du willst. Na gut, die Orangen sind ja auch irgendwie beschränkt, aber ja, wird schon gehen. Trauriges Ding. Sorry. Oh, möchtest du nicht bleiben? Was möchtest du denn machen? Napopo, trauriges Napopo. Ich kann dich auch nicht auf dem Boot mitnehmen. Es fährt nicht mehr. Ich kann diese Insel nicht verlassen. Das Boot könnte ich reparieren, aber es gibt keinen Treibstoff. Die Quelle ist ausgetrocknet. Ah. Du könntest etwas wegen der Quelle tun.
Dann lass uns zur Quelle gehen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Herzlichen Dank. Natürlich, der Name ist Napopo. Das klingt ein bisschen französisch, aber ja gut. Okay, geh zur Quelle. Ich hole den Tank. Er sollte auf dem Boot sein. Stifte und... Moment, sie hat einen blauen Maximalstift und sie hat einen grünen Maximalstift. Wie hat sie es auf die Reihe bekommen, ihr Gesicht zu malen? Aber nur mal so, das ist ja Nebensächlichkeit. Okay, die Tränen hat sie vielleicht hinbekommen, aber wie hat sie mit grün und rot, mit grün und blau? Die Farbenmischung finde ich interessant. Wie sie das gemacht hat. Ach, auf dem Boot, das ist der Tank. Das würde ich gerne mal wissen. Das finde ich wirklich sehr faszinierend. Also Tank erhalten. Oh, schon verpufft. Man muss ihn einmal umgedreht und schon ist weg. Wir sollten ohne Waffen dorthin gehen. Wir kommen in Frieden. So, da ist er doch schon, oder? Na, sehr toll. Die Quelle funktioniert wieder, oder was? Oh, toll. Das war hübsch. Na, Papa, wer bist du? Ein Brummensch? Magier? Das ist, wie die das mit dem blauen und dem grünen Stift hinkriegt. Also, das ist fantastisch. Oh, böser Mensch. Oh, das tut mir so leid. Das bedeutet, dass ein paar Leute deiner Familie wehgetan haben. Wir werden sie finden und dann können sie was erleben. Ich werde das Boot reparieren und dann suchen wir sie. Fertige zuerst neue Ruder an. Flicke dann die Löcher und dekoriere dann zum Schluss das Deck. Na, Popo, was sagst du? Lass uns Holz besorgen. Die heißt jetzt Napopo. Das klingt einfach besser als Napopo. Das ist also das klingt eleganter. So, da jetzt haben wir das Zeugs zum Reparieren. Repariere ja Akkus. Boot. Okay, das ist ja. Das sind jetzt hier nicht die. Was haben wir hier? Blumen. Schon Nacht geworden. Es ist 20 Uhr. Oh, eine bessere Hacke. Den Schrein wollen wir nicht zerstören. Wollen wir erstmal schlafen gehen oder wollen wir... Ja, wir können die ja nicht warten lassen. Wir haben hier einen Gast. Wir müssen das Boot reparieren. Ja, jetzt scheiß mal auf die Schlafenszeit. Ja, das sind jetzt hier noch nicht die... Vielleicht kommen noch ein paar schwerere Quests. Momentan sind das noch ganz elegante und ganz leichte Aufgaben, aber... Ja, es ist auch hier so ein bisschen kindlicher gemacht und das soll ja auch nicht alles schwierig sein. Es ist ja ein kleines, idyllisches. Zwei Ruder brauchen wir. Müssen nur Ruder anschaffen. Dazu fehlen uns noch die Zutaten. Holz als erstes Mal. Ja, es ist ja ein kleines Urlaubs-Sommer. Spiel Summer. In Mara, ich das Spiel noch richtig im Kopf habe. Da brauchen wir jetzt hier keine großen Herausforderungen. Das ist doch nicht der Anspruch an das Spiel. Habe ich auch schon Kritiken gelesen über das Spiel. Die Quests sind ja wirklich nicht schwer. Sehe ich ein, ist jetzt wirklich ein bisschen auf Kinder gemünzt. Aber ja, das ist jetzt hier so ein bisschen die Erwartung des Spiels, muss man ja auch wirklich sagen. Wollen wir hier keine Legend of Zelda Endbosse oder irgendwas, weil wir jetzt hier wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Wir haben schon erfahren, dass das Wesen dort von irgendeinem Bösewicht vertrieben wurde, also irgendwie wird das schon
Da wird schon irgendwas passieren. Brett, jetzt müssen wir ein Brett craften. Okay. Müssen wir erstmal in die Werkstatt. Vielleicht können wir das irgendwann auch von unterwegs machen. Also irgendwie wird da schon Spannung reinkommen. Also wir haben auch schon einen kleinen Teaser, den wir am Ende des letzten Parts, oder vielleicht sogar der vorletzte Part, also in Part 2. Am Ende von Part 2 haben wir hier ja schon einen kleinen Teaser gesehen. Da sieht man schon, ja, das könnte ja ein bisschen, ja, weiß nicht, inwiefern Kämpfe hier sein werden, aber so ein bisschen Action darf es hier dann auch schon geben. Das ist ja noch nicht verkehrt. Schlafen wollen wir nicht. Was haben wir denn jetzt alles am Mann bzw. an der Frau? Geh mal runter, gehopst. 23 Uhr nachts. Ja, kann man sich auch mal, um das Boot zu retten, kann man sich auch mal eine Nacht um die Ohren schlagen. Ach, Ruder, wir brauchen noch ein Ruder. Ich wusste gar nicht. Ich dachte, wir hätten schon eins. Was brauche ich noch gleich fürs Ruder? Holzbrett. Kann man das schon, oder? Ruder und Holz bräuchte dann, glaube ich, noch. Hab wieder mal nicht hingeguckt. Hab nicht aufgepasst. Ruder, da brauchen wir Holz und Brett. Okay, Brett, da brauchen wir zwei Holz. Also ein bisschen Holz ferngehen. Holzfaller, yo. Du hast erschöpft, sie muss ausruhen, Kraft sammeln. Ja gut, dann halt nächster Morgen, solange wir 14 noch warten können. Hast du auf dem Dach geschlafen oder was? Na komm, Axt. Fällen. Ah, kriegt's richtig Muckis hier. Vom Holzfällen. Die müsste schon ordentlich stramm aussehen. Ja. So wie sie Bäume fällt und am Rumhacken ist. Die macht ja Landwirtschaftsarbeit. Das ist, sie macht hier Brunnen bauen, Felder besehen und ernten und Bäume fällen. Das ist ja, das muss ja so eine, mit 11 Jahren hier schon, der muss ja einen Bizeps haben, einen Trizeps, der hier wo einige neidisch werden. Ganz wirklich. Kost erschöpft. Ja, das verstehe ich. Man braucht Holz. Muss ja ausruhen. Okay, ist runtergeholt. Hier haben wir diese Sprossen, die wir einpflanzen können. Pinienkern. Ah ja, der hat uns auch schon geärgert. Die Pinienkern. Pflanzen bzw. ernten. Gut, Pinienkern. Können wir gerade nicht pflanzen. Ah, doch, können wir Pinienkern ernten. Mach mal hier rein. Wurstein haben. Können wir noch pflanzen. Kippt wieder um. Mensch, du musst doch das Boot mal reparieren. Na, hops, wie sieht's denn aus hier? Inventar. Haben wir denn schon Holz dabei? 9 Holz, ja, vielleicht reicht das ein Stückel. So. Brett. Errungenschaft freigeschaltet. Clumsy. Jo. Ruder. Jetzt haben wir 2 Ruder oder was? Wie sieht's im Inventar aus? 2 Ruder. Haben wir jetzt noch genug Holz oder? Ich schau mal zum Boot.
können wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen bei dem Boot, dass wir das mal repariert kriegen. Das arme Wesen hängt hier schon mehrere Tage auf der Insel fest. Holz brauche ich noch. Ein Holz. Wenn daran scheitert es jetzt. Komm her, Baum. Sei bitte jetzt nicht erschöpft. So, Boot bauen. Jetzt dürften wir doch alles haben. So, Hammer. Akzeptieren. Das ging ja zackig. Alles ist bereit zur Abfahrt. Na, Papa, bist du bereit? Brot. Aber erst muss ich nachschauen, ob ich alle Ackerfelder gegossen habe und die Muscheln am westlichen Strand aufsammeln. Ich glaube, ich sollte auch neue Bäume pflanzen. Ich bin nicht sicher, ob Mio und Nao genug zu essen haben. Und ich muss nachschauen, ob sie die Möwe es auch bequem in ihrem Nest hat. Stimmt etwas nicht? Diese Insel braucht jetzt viel Zuwendung. Was, wenn ich weggehe und mir etwas zustößt? Ich weiß nicht, apropos. Ich fürchte mich ein bisschen. Schön. Ich weiß, ich bin mit dir unterwegs, aber kennst du den Ort, zu dem wir fahren? Quädis? Ich weiß nicht. Das klingt schon so. Das klingt schon so quälend. Ich weiß nicht, wer dieses Aimee ist, der ja geschrieben hat. Was werden wir dort draußen tun? Ich glaube nicht, dass mich ja Haku hätte gehen lassen. Hätte gehen lassen. Oh nein, bitte nicht. Erfahren wir das noch, was hier passiert ist. Okay, okay. Zeig mir, in welche Richtung wir müssen. Ich werde deinen Anweisungen folgen. Aber ab und zu müssen wir zu meiner Insel zurückfahren und nach dem Rechten sehen. Du hast ein neues Bauelement, Kai. Hi Kai, ich bin's, Olaf. Dum, 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 dum. Fahre nach Quädis, indem du Napopos Anweisungen folgst. Okay. Na dann. Müssen wir noch einen Kai bauen. Kein Gustav, sondern einen Kai. Bauen. So flach wird es vorbei. Wir brauchen noch Brett. Und Bretter. So wieder Baumfällen. Müssen Baumfällen gehen. Ja gut, müssen wir noch einen Kai bauen, bevor wir losgehen können. Baumfalleritis. Kua ist entschöpft, sie muss Kraft sammeln. Ja, ein bisschen Holz hier. Oh, Adventure. Errungenschaft freigeschaltet. Joa. Oh, mein Timer sagt mir, wir sind schon über eine Stunde drüber. Wir nehmen schon erst eine Stunde auf. Wie schnell die Zeit hier vergeht. Das war schon eine Stunde. Mein lieber Herr Versangsgein. Da sind wir hier schon. Eine Stunde am Werkeln. Was ist das? Ich glaub's ja nicht. Eine Stunde schon. Bin ich baff. Das ist ja. Das ist schön. Das heißt, das Spiel macht Spaß. Die Zeit so schnell vergeht. Ah, kommt mir auf keinen Fall so lange vor. So, mal ein bisschen sammeln hier. Reicht das jetzt für ein Brett? Schauen wir mal hier. Nicht mit der Axt in der Hand rennen. Das macht man nicht. Akzeptieren. Wie viele Bretter brauchen wir? Ich mach mal 3. Gut, dann halt 2. Ich hoffe, das reicht. So, einen Kai bauen. Einen Kai will ich jetzt noch bauen, dann mache ich eine Aufnahmepause.
8 Bretter willst du haben. Gut, aber dann machen wir das vielleicht doch in der nächsten Aufnahme. Müssen wir hier nur ein paar Bäume fällen. So. Zwei Bäume waren jetzt für zwei Bretter, wenn ich das richtig hatte. Zwei Bäume gefällt und hatten zwecks für zwei Bretter. Ah, die ist sowieso schnell. Hier müssen wir ein bisschen was essen zwischendurch. Sonst gibt die uns hier morgen. Im Winter ein paar Orangen essen. Kannst du dann weitermachen oder bist dann trotzdem zu müde? Bisschen Nahrung. So, aufsammeln. So. Holzfäller, jo. Ja, ich weiß, das ist anstrengend. Das kann schon mal auf die Knochen gehen. Das ganze Holzfällern, das Abholzen. Aber nur so machen wir den Kai zu Ende. Nur so kriegen wir das Schiff fertig. Na komm, hier. Mal die großen Baum. Es gibt auch nur zwei Holz. Hier ein paar Setzlinge. Bis zur Ermüdung. Na, vielleicht haben wir jetzt langsam genug. Vielleicht reicht das jetzt für die Bretter. Ja, es bringt auch nicht viel. Bringt nur ein. So einen Busch zu zerstören. So. Ich wollte aufhören hier. Das muss jetzt hier mitten im Part unterbrechen. Brettholz. 3, 4, 5 müssten das jetzt schon sein. 6, 7. Sag jetzt nicht. Also 8, jetzt müssen es doch. Jetzt müsste es doch reichen. Inventar. 9 Bretter schon. Okay, na dann, das müsste doch jetzt. Das war's doch jetzt, das müsste es reichen. So, okay, akzeptieren. Mit 2 Schlägen. Super Mädchen. Na dann. Geht zum nächsten Party auf große Reise. Ich sag schon mal, dass mich nach oben es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und wir sehen uns im nächsten Part bei Summer in Mara wieder. Ja, wenn es dann mit den Namen habe ich vergessen. Ist mir nicht mehr ganz eingefallen, mit der Kreatur auf Großreise geht. Ja, na dann. Ich mache jetzt Schluss und bis dann und ciao.